Moin Mädels und herzlich willkommen zu einem, ich nenne es mal, Informationsvideo. Ihr seht schon, hier ist irgendwie ein bisschen was anders. Ich sitze hier nicht normal an meinem Arbeitstisch, sondern hier an meinem Computertisch. Hannes steht auch nicht hinter der Kamera, nein, die Kamera steht auf dem Stativ. Und zwar werden wir jetzt demnächst anfangen mit Streamen. Ja, wir werden bei Twitch anfangen zu streamen. So, bei Twitch vielleicht auch mal zwischendurch bei YouTube, ne? Wenn es unbedingt gewünscht wird, aber hauptsächlich denke ich ja über Twitch. Da hatten wir jetzt einfach mal Bock drauf. Wir haben ein bisschen unsere Ausrüstung, die wir sowieso schon hatten, mit den Strahlern und so weiter, ne, der mich hier gerade ein bisschen blendet. Das haben wir hier alles ein bisschen umdisponiert. Twitch-Konto eröffnet, alles schon mal so ein bisschen vorbereitet. In letzter Zeit, so die letzten zwei Wochen, sage ich mal, alles so ein bisschen getestet, eingestellt, justiert. Heute Abend werden wir noch das letzte Mal einen Tontest machen, weil das letzte Mal beim Gaming war das Spiel ein bisschen laut. Ein bisschen was haben wir uns schon eingerichtet, aber ich meine, ihr kennt uns ja. Das ist alles immer noch ein bisschen, ich würde sagen, wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Gerade beim Stream und so. Ich mache das ja in Eigenregie. Ich habe da wenig Ahnung von. Ich habe mir jetzt gerade alles selber beigebracht mit YouTube-Videos und so. Ne? Hannes hat mir ein bisschen was gezeigt, aber der hat ja auch noch nie gestreamt. Also vielleicht mal bei YouTube. Ne? Ich hoffe, das wird zahlreich besucht sein dann, ne? Bei Twitch. Ich habe Bock drauf. Ne? Einfach mal so hier ein bisschen chatten. Mal ein bisschen mit euch quatschen, vielleicht auch hier ein oder andere Frage beantworten, ein bisschen zocken. Flo ist auch am Start dann, Flo ist am Start, natürlich an seinem PC zu Hause. Den hört er dann über Teamspeak, können wir mal eine Runde zocken. Später, also wir sparen jetzt gerade auf so eine neue Kamera, wie hieß sie, irgendwie Sony Alpha Dingsbums, irgendwas mit 3, was? Warte mal, ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte es mir extra merken jetzt für dieses Video. Ach, die Sony A7 III. So, die brauchen wir noch. Ja, können wir einige andere Sachen noch machen, die wir noch im Hinterkopf haben, die wir noch planen. Dafür bräuchten wir aber die Cam noch. Da warten wir noch drauf, wenn wir dann eine haben irgendwann. Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen die Streams ein bisschen anders gestalten. Vielleicht auch mal eine Knarre tunen beim Stream, während des Streams. Während wir ein Video aufnehmen, vielleicht auch mal streamen. Irgendwie sowas, ja. Ich habe da tierisch Bock drauf. Hannes auch, der hat mir schon ganz viele Sachen gemacht, ne? Unter anderem zum Beispiel das neue Intro, was ihr eben gesehen habt. Das ist das Streaming-Intro, ne? Das reguläre. So wie zum Beispiel das Thumbnail aussah, so in der Art wird der Wartebereich aussehen. Alles ein bisschen neu designt und so, extra für die Streaming-Plattform. Für alle diejenigen, die dann halt mal nicht zugucken können beim Stream oder keinen Bock haben, sich bei Twitch anzumelden dafür oder was weiß ich, ja, gibt ja alle möglichen Gründe, trotzdem vielleicht den Content nicht verpassen wollen. Da werde ich dann jedes Mal den Stream halt aufzeichnen und dann direkt mal zurechtschneiden. Nichts Besonderes. Werde es natürlich selber schneiden. Dadurch wird der Schnitt wahrscheinlich nicht so qualitativ hochwertig, wie ihr es von Hannes gewohnt seid. Aber ich denke mal, für so einen ACS-Live-Kanal, so nennt er sich dann, wird das ausreichen. ACS Live ist jetzt in der Videobeschreibung unten. Seht ihr auch auf unserem Hauptkanal, ist das rechts nochmal in den Kanälen mit aufgeführt, da wo auch die ACS Music zu finden ist. Ist auch nochmal ein extra Kanal. So haben wir jetzt insgesamt 3 Kanäle. Würde mich freuen, wenn ihr da nochmal kurz vorbeiguckt, mal ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und das gleiche natürlich auch bei Twitch, wird jetzt auch verlinkt. Ist auch beim Hauptkanal hier in dem Banner oben drin, ja, da steht unten rechts, habt ihr mal so eine kleine Ecke im Banner. Da könnt ihr mal bei Patreon, Instagram und so weiter vorbeigucken. Ihr seht, ich bin hier voll im Quatschmodus, ja. Ich könnte jetzt die ganze Zeit hier quatschen, weil ich Bock habe, mit euch zu reden. Und genau aus diesem Grund werde ich wohl hoffentlich das Video fertig geschnitten. Heute haben wir Donnerstag, den 24. Ich hoffe, es klappt alles planmäßig und am 25., also morgen Freitag, 8 Uhr, ist das Ding hochgeladen. Ihr könnt euch das über den Tag hinweg angucken und gemütlich den Abend planen, denn wir werden dann abends ab 20 Uhr, wenn ich mit meinen Hunden draußen war und Abend gegessen habe, dann werden wir um 20 Uhr anfangen zu streamen. So, ja, ich bin sehr nervös. Ich hoffe, es klappt alles. Wie gesagt, abonnieren, bei Twitch folgen, Glocke betätigen und ja, dann geht's rund. Ich habe richtig Bock drauf. Bis dann.